Wenn Sie mich fragen, ob Ethereum weiter wachsen kann, sage ich ja. Kann er den Bitcoin überholen? Kaum. Maxim, heute sind Kryptowährungen unser Thema. Das Interesse an Kryptowährungen hat immens zugenommen, aber die Preisentwicklung war etwas chaotisch. Warum sind die Kryptowährungen so volatil? Eine gute Frage. Sie wird oft von Neulingen gestellt. Sie kommen aus verschiedenen Gründen, meistens weil sie gelesen oder gehört haben, dass der Preis der Kryptowährungen um 200% gestiegen ist. Das ist das beste Investitionsangebot. Wenn aber der Neuling unter dem Einfluss einer starken Emotion in den Markt eingestiegen ist, hat er keine Zeit mehr, gründlich zu analysieren. Es ist wie eine große Welle. Viele Leute erschließen den Markt, schieben den Preis immer höher und höher, und dann kommt ein kritischer Zeitpunkt. Es gibt viele unerwartete Ereignisse an diesem Markt, obwohl Hackerangriffe schon seltener vorkommen. Wenn Marktbeteiligte Angst bekommen, kann eine Währung genauso schnell fallen, wie sie bisher wuchs. Erstens kann sie sich schnell und zweitens in eine andere Richtung entwickeln. Sie kann sich bereits am nächsten Tag völlig erholen. Es liegt an der menschlichen Psyche. Die Händler werden von Gier und Angst angetrieben und dies sind sehr starke Emotionen. Man kann dies an den Charts sehen. Sehr große Gier, sehr große Angst. Und das Verhaltensmuster wiederholt sich immer wieder. Manchmal gibt es gar keine objektiven Gründe. Der Chart bildet reine Psychologie ab. Es ist ein sehr interessanter Punkt, denn viele Marktteilnehmer sehen Kryptowährungen als eine große Blase an. Werden die Kryptowährungen weiter steigen, obwohl sie ohnehin dramatisch zugenommen haben? Oder haben sie schon die Spitze erreicht? Vor etwa 3 Wochen war das Wort Blase sehr oft zu hören. Es gibt einen Spruch, wenn die Menschenmenge etwas zu oft wiederholt, heißt das in den meisten Fällen, dass es nicht wahr ist. Und wenn die meisten Marktteilnehmer denken, dass es keine Blase ist, dann ist es eine Blase. Das Ausmaß der Gerüchte über eine Blase ist groß. Für den 1. August ist ein großes Ereignis für den Bitcoin geplant, welches das Netzwerk wahrscheinlich spalten wird. Viele haben Angst davor, trösten sich aber, dass es noch keine Blase ist. Es widerspricht der Meinung der Mehrheit. Wie gesagt, wenn die meisten eine große Angst haben, muss ihre Angst nicht so groß sein. Aber wenn die meisten keine Angst mehr haben, sondern eine große Zuversicht in die Zukunft haben, dann sollte man auf der Hut sein, denn es geht um eine Blase. Die aktuelle Lage ist nicht so schlimm. Die Kryptowährungen können weiter wachsen. Neben dem Bitcoin existiert noch eine populäre Kryptowährung, Ethereum, die neuerdings stark zugelegt hat. Wird sie weiter steigen? Und wie ist diese Rallye zu erklären? Ethereum gehört tatsächlich zu den größten Gewinnern des letzten Halbjahres. Viele Marktteilnehmer beginnen zu verstehen, dass es nun eine Alternative zum Bitcoin gibt. Und dies ist die größte Treibkraft. Im Januar dieses Jahres herrschte am Markt das Gefühl, dass der Kryptowährungsmarkt umverteilt werden soll. Angesichts des großen Potenzials und der starken Dynamik des Ethereum. Und nun ist es passiert und der Gipfel wurde erreicht. Und die Händler haben begriffen, dass der Bitcoin nicht mehr der König der Kryptowelt ist. Es gibt einen Konkurrenten, der mindestens genauso stark ist. Viele Händler sind überzeugt, dass der Ethereum den Bitcoin überholen kann. Wenn Sie mich fragen, ob Ethereum weiter wachsen kann, sage ich ja. Kann er den Bitcoin überholen? Kaum. Die beiden haben verschiedene Wertpositionen, aber der Ethereum hat noch viel Luft nach oben, zumindest in Bezug auf den Bitcoin. Ich denke, wenn unsere Zuschauer Fragen haben, können sie ihre Firma kontaktieren. Maxim, ich danke Ihnen sehr für den Besuch und den fachlichen Einblick. Bitte, Jessica. Das war's von Maxim und mir, aber wir wollen auch Ihre Meinung wissen. Hinterlassen Sie bitte Ihre Likes und Kommentare.